sind Familienbetrieb. Mein Vater, ich bin dabei und wir haben einen Angestellten. Wir haben knapp 3.500 Mastplätze und bewirtschaften knapp 200 Hektar Acker. 2012 haben wir mit dem Stand der Technik unter den relativ scharfen Reglementierungen der Baugenehmigung, die wir hatten, eben das eingebaut, was Stand der Technik war. Und wir haben uns dann mit der Zeit gefragt, können wir nicht Energie einsparen, also in diesem Fall Strom für die Lüftungstechnik. Wir sind dann an unsere Lüftungsbaufirma, Firma HDT, herangetreten, um mit denen zu besprechen, was es für Lösungen gibt, neue technische Möglichkeiten, um eben unseren Energieverbrauch weiter zu senken. Wir sind schon länger mit EBM am Zusammenarbeiten, haben mit EBM im Prinzip in der Landwirtschaft die ersten Ventilatoren entwickelt. Und wir haben halt gemerkt, dass die Landwirtschaft uns über Jahre gelehrt hat, energiegünstig zu arbeiten. Das heißt, wir müssen mit möglichst wenig Energie möglichst viel Luftleistung fahren. Deswegen war die IC-Technik für uns natürlich ein sehr interessanter Punkt, wo wir sofort gesagt haben, das probieren wir aus. Die EC-Technologie bietet ja grundlegend deutlich geringere Energieverbräuche in den unteren Betriebspunkten, noch viel stärker als eventuelle Frequenzregelung. Von daher war das für uns schon eine interessante Technik. Wir haben grundsätzlich eine Mastanlage. Diese Mastanlage basiert auf einzelnen Abteilen. Das heißt, wir haben hier insgesamt 10 Abteile. Die Abteile sind eigentlich alle gleich groß. Das Ganze wird gesteuert über eine SPS-Steuerung, die befindet sich im Moment rechts von mir. Und wir haben hier insgesamt 12 Ventilatoren auf der Abluftseite, weil wir eine Unterdrucklüftung haben. Und wir haben hier noch eine spezielle Einheit, die wir Unterspaltenabsaugung nennen. Man muss sich vorstellen, die Tiere liegen auf Spaltenboden. Die Abluft wird durch die Spalten abgesaugt und hier in der doppelten Wand wird es dann nach oben geführt Richtung des zentralen Zuluftkanals und dort über die Regelklappe in den Abluftkanal eingelassen. Und dadurch liegen die Tiere eigentlich immer auf trockenem Boden und bekommen auch nicht ihre eigenen Schadstoffe zu riechen, sondern sie werden quasi unter dem Boden abgeführt und dann erst nach oben in den Abluftkanal und dann nach draußen geleitet. Die Lüftungssteuerung habe ich sowohl auf dem PC als auch auf jedem beliebigen Mobilgerät, dass ich jederzeit meine Lüftungseinstellungen und auch die aktuellen Werte einsehen kann, wie die Lüftung gesteuert wird, wie viele Ventilatoren laufen, wie die Temperaturen in allen Bereichen sind. Und jede Abweichung wurde mir natürlich auch per Alarm gemeldet. Am PC kann ich die einzelnen Parameter für jedes Abteil einzeln einstellen und dann auch entsprechend einer Lüftungskurve für jeden Tag, den die Tiere hier sind, vorher schon die Werte vorwählen. Aber ich kann auch jederzeit die Werte dann an die aktuelle Situation anpassen. Also die Erwartungen sind übertroffen worden. Es war vorher berechnet worden von EBM in Zusammenarbeit mit HDT, dass wir über 30% Stromersparnis haben werden. Wir haben selber mit 30% kalkuliert und das Ergebnis ist ziemlich zufriedenstellend. Wir haben jetzt in den 6 Monaten, die wir auswerten konnten, schon 50% Ersparnis gehabt. Und das ist schon wirklich sehr gut. Und zusätzlich ist eben auch die Akustik der Ventilatoren, dass man die Lüftungsanlage außerhalb des Gebäudes gar nicht mehr wahrnehmen kann.